Und natürlich habe ich wieder einen Gegenstand, über den man was benutze? Was habe ich denn da jetzt? Ach, er hat sich automatisch was rausgenommen. Aha. Den man hätte mitgehen lassen können. Und der ist... Zentrum des Waldes? Ja. Benutze... Bart? Ah ne, trage Bart. Er ist aus echtem Zwergenhaar hergestellt. Soll ich ihn tragen, du Nudel? Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Das brauchst du nicht jedes Mal sagen. Rein da, Passwort ist Bier, ja. Hallo, mein Freund! Hallo! Wie lautet das Passwort? Ist es Bier? Du kannst rein. Na endlich. So. Wache! Wache! Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Hier muss ich gerade wieder Pinkelpause. Noch etwas mitnehmen und das ist diesen Haken. Sowas Leichtes habe ich wieder übersehen. So, jetzt kann man aber die Karte benutzen, um hier rauszukommen und Drachenhöhle. Benutze das mit Haken. Das geht doch so nicht. Kann ich einfach den Haken dann so benutzen? Nutze Haken mit Felsen. Ach, stimmt, da war ja automatisch ein Seil dran. Daran habe ich gar nicht gedacht. So, jetzt kommen wir aber zum Drachen mit dem Gold. Und ich würde sagen, Gold ist eigentlich nicht magnetisch, aber... Ich habe nichts, um es herunterzulassen. Benutze Magnet mit Seil. Aber es ist ein Spiel und ich glaube kaum, dass Simon da runtergehen würde, ja, deswegen. Das ist genau über dem Dings. Drachen. Das ist verrückt. Jeder weiß, dass Gold nicht magnetisch ist. Habe ich doch gesagt. So, wie viel habe ich jetzt mehr bekommen? 25 Goldstücke. Dann einmal muss ich es noch benutzen. Naja, Gold ist nicht magnetisch, das weiß eigentlich wirklich jeder. So. Jetzt müsste ich über 30 haben. 33 Goldstücke. Ja. So. Dorf. Die haben immer noch nicht ihre komische Kiste da. Ich frag mich, wann die kommt. So. Ich frage mich, benutze. Wo Kalypso so. Sein könnte. Gefangen. Das geht doch so nicht. Ach, gib. Stimmt. Vielleicht ist er auf der... Hier sind sie. 30 Goldstücke in unmarkierten Münzen. Kann ich jetzt ein Zauberer werden? Nun, ich nehme es an. Kraft meines Amtes ernenne ich dich zum Zauberer. Das war's? Ja. Keine Zeremonie? Nein. Keine jubelnde Menge, Konfetti, wilde Orgien, Plakate und auch keine Eiscreme? Normalerweise nicht. Na gut. Du erhältst ein Jungzauberer-Startpaket. Ein Startpaket, what? Ein Startpaket? Ja, es enthält auch viele schöne Süßigkeiten.
Du bekommst einen Stab. Eine WizKid-Mitgliedsplakette? Eine WizKid-Feder. WizKid-Notizpapier. Den WizKid-Superstartbausatz. Eine Mitgliedskarte. Eine Ausgabe des WizKid-Magazins jedes Vierteljahr. Und viele andere wundervolle Dinge. Und das alles in dieser kostenlosen WizKid-Tasche. Vielen Dank. Ich denke... Bist du jetzt glücklich? Beantwortet mir nur ein paar Fragen. Wer ist Zordit? Wer ist Zordit? Er war einst ein mächtiger Zauberer unseres Kreises. Er wurde ausgeschlossen, weil er einige Regeln brach. Okay. Welche Regeln hat er gebrochen? Die meisten zu dieser oder jener Zeit. Ich erinnere mich noch an den Ausruf, als er Regel 137 brach. Was besagt die Regel 137? Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Wir haben nie herausgefunden, woher er die Hühnchen genommen hat. Verstehst du? Ich will's gar nicht weiter wissen. Denkt ihr, dass er sich hier herumtreibt? Er treibt sich wohl hier irgendwo herum. Ich bin froh, dass wir jetzt den Stab besitzen und hier heraus können. Aha, ihr könnt hier raus. Wie mächtig ist mächtig? Sehr mächtig. Großartig. Wie mächtig ist sehr mächtig? Ja. Richtig. Haben wir die zwitschernden Spatzen noch? Ich glaube benutze nicht, Karte Hexenhaus. Da muss ich jetzt was machen können. Aber erstmal öffnen wir das da. Ich will diesen ganzen Schrott nicht freilassen. Ach so. Aber den Stab, den hätte man doch... okay. Öffne Tür. So! Du willst wohl mit mir kämpfen? Was? Willst du ein Zauberer-Duell? Okay, ich bin dabei. Okay, ich bin dabei. Ha, du hast ja nicht mal ein Zauberbuch. Hau ab, oder ich zeige dir, was wirkliche Magie ist. Ja, Gnefrau. Ich brauche noch ein Zauberbuch. Puh, das war knapp. Das ist mein WizKid-Club-Mäppchen. Voll mit nutzlosem Zeug. Und nun? So einen großen Fortschritt habe ich jetzt auch nicht, dadurch, dass ich Magier geworden bin. Was wollte dieser komische... Achso, nee, da war so ein komischer Dings. Schneemann. Was konnte ich denn... Wie mache ich den denn kaputt? Das habe ich bereits. Öffne. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Benutze Schreihölzer mit Keil. Das geht doch so nicht. Natürlich nicht. Das ist die einzige... Außer das Tor hat sie jetzt zufällig geöffnet. Das wäre natürlich auch was. Was ich natürlich sehr bezweifle. Aber schauen wir mal nach. War ja klar, oder? Jetzt will ich nochmal zu diesem Steintisch. Boah, kann ich jetzt mit dem... Was macht die Eule überhaupt noch? Macht die irgendwas noch? Rede mit Eule. Weiser Geist! Weiser Geist! Warte. Benutze Weiser Geist mit Weise Eule. Das geht doch so nicht. Oh. Gib Weisen Geist zu Weiser Eule. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Entschuldigung? Oh, du.
Das. Erinnerst du dich, was du noch wolltest? Wolltest? Willst du etwas? Ja. Was? Wollte ich? Ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht erinnern? Nonsens, ich kann mich... erinnern? An... alles erinnern. Ich bin... eine weise Eule. Ich bin nur nicht gut mit... Wörtern? Wörtern, ja. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Tipps? Ja. Du bist... gut gekleidet? Nein. Gut rasiert? Nein, nein. Dein Name? Simon? Genau. Ja. Woher weiß man denn? Du bist ohne Bedeutung in diesem Spiel, oder? Was? Ja, wahrscheinlich. Na gut, ich gehe dann. Gehen? Ja, Okay. Dachte, die hätte doch noch... hätte ich die Notiz den Zauber geben können? Na gut, erstmal... Ich noch mal was beim Steintisch gucken. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich hoffe, ich gehe richtig, ja. Gehe ich. Warum gibt's nicht zu solchen Orten so einen Schnellreisepunkt? Sag ich mal. Kann man mit dem reden, vielleicht? Okay. Das war meine einzige Sorge, die ich hatte noch damit. Und immer noch keine Kiste. Es muss irgendein Ereignis muss das so auslösen, so. Bam! Kiste ist da. Vielleicht bringt das mit Calypsos Notiz was. Ich weiß es ja nicht. Mal sehen. Benutze. Was sagtest du doch gleich, wo wir waren? Willst du wirklich, dass ich das alles nochmal lese? Nein, danke. Wir machen keinen Fortschritt bei unserer Aufgabe. Gib. Wir sind nur bis hierher gekommen. Zu den Zaubern. Wir werden das verdammte Ding schon finden. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Sie sind. Bei Eul hat er auch schon eher gesagt. Kann man die Frutmaschine benutzen? Vielleicht bringt das ja was. Ich habe keine Groschen. Benutze Gold. Keine Chance. Ich habe meine Lektion gelernt. Okay. Feuer geht nicht mit dem Schneemann. Ich weiß es denn einfach nicht. Ich denke, hier geht's einfach beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin beim Candy Jones.